Liebe Rosemarie, herzlichen Glückwunsch zum 40. Jubiläum deiner Galerie Nächster Stefan Rosemarie Schwarzwälder. Weder der Galerie noch dir möchte man dieses Alter glauben. Wie hält ihr beide euch so jung? Ja, wahrscheinlich viel Aktivität, viel intensives Leben mit den Künstlern, mit dem Betrieb überhaupt, mit den Mitarbeitern. Das heißt, man kann nicht so viel nachdenken über sich selbst, ob man jetzt alt wird oder nicht, sondern das ist einfach ein Flow. Und ich glaube, das ist Galerieleben prinzipiell. Du hast dieser retrospektiven Ausstellung den wunderbaren Titel Just So Stories verliehen. Der erfolgreichste Kinderbuchautor aller Zeiten, Rudyard Kipling, hat Just So Stories, ein Buch herausgebracht, wo er Kindern Geschichten über die Ursprünge von Dingen und Entwicklungen erzählt. Hast du dich mit der Konzeption deiner Ausstellung auf die Spurensuche deiner Galerie und deren Künstler begeben? Ja, natürlich. Allerdings darf man das jetzt nicht so eng fassen, dass jetzt sozusagen dieser Titel hier und diese Ausstellung, sondern das war eigentlich ein Einfall von Elisabeth von Samsonow, die gesagt hat, nimm diesen Titel, das kann man sozusagen, das würde jetzt sehr passen, weil ich ja eigentlich ausgegangen bin, einfach etwas sozusagen, was man als Backstories auch betiteln könnte. Und ich habe nicht so viel über den Kipling als darüber nachgedacht, was es eigentlich heißt, dass man viele Werke im Lager hat, manche gehören uns, manche nicht, die wir verwalten und die ich eigentlich immer wieder mal gern um mich hätte und die dann irgendwie hier zu dieser Komposition, zu dieser Installation geworden sind. Das war ja ein natürliches Wachsen, das war jetzt nicht in dem Sinn, dass ich konzeptuell von vornherein wusste, was ich jetzt hier mache, aber es hat sich dann einfach so ergeben, dass eigentlich aus diesen 40 Jahren sozusagen ein Zusammenfinden verschiedenster Künstler und Kunstwerke geworden ist. Es sind insgesamt 28 verschiedene Kunstwerke und Künstler. Das ist natürlich nie die Bandbreite der Künstler, auch die wir vertreten. Und da fehlt natürlich manches, und natürlich könnte man das Ganze jetzt erweitern, weil der Sinn der Ausstellung ist ja gewesen, dass man eben Texte schreibe über die Künstler, die mir einfallen. Und wenn man jetzt die Ausstellung durchwandert und die Texte liest, dann sieht man, dass das verschiedene Ebenen hat. Die sind soziologischer Art, kunsthistorischer Art, persönlicher Art. Sind einfach so, wie sich Leben in einer Galerie abspielt. Und also normalerweise kommst du in eine Ausstellung, es ist alles perfekt, die Installation ist da und du fokussierst auf die Werke, aber du weißt nicht, wie eigentlich im Hintergrund alles sich was sich da alles abspielen kann. Du hast vor 40 Jahren eine Galerie übernommen, die schon damals sehr renommiert war. Wie hast du es trotzdem geschafft, hier eine Handschrift, die deine ganz persönliche ist? Das ist wirklich schwierig, jetzt einen nicht neutralen Ort, der schon historisch so besetzt ist, zu rebranden sozusagen. Wie ist dir das gelungen? Ja, also ich würde sagen, wenn man anfängt, fängt man einfach an. Ja, ich kann ja nur sagen, grundsätzlich hat ja damals Oswald Oberhuber sozusagen gesagt, ich solle hier die Geschäftsführung übernehmen und hatte ich eine Assistentin, mit der ich das gemacht habe und ich hatte ja keine Ahnung, wie das eigentlich hier wirklich ist, aber ich wusste etwas, ich wusste eigentlich sogleich, dass das etwas ist, was mich vielleicht sogar mehr befriedigt als der Journalismus und insofern bin ich da rein getappt und rein, habe mich da in diese Arbeit hineingestürzt, die natürlich auch nicht, damals noch nicht diese Geschwindigkeit hatte. Ich meine, es war mir immer klar, dass ich hier eine schwerwiegende Geschichte habe, im Sinne von eine potente Geschichte, wenn man so will, eine bedeutende Geschichte und dass ich das auf keinen Fall sozusagen, dass ich alles tun muss, um dieses Niveau zu halten und auch das auszubauen. Also ich habe mich schon sehr verantwortlich gefühlt. Du bist einen unglaublich erfolgreichen Weg gegangen. Du hast viele Preise gewonnen, unter anderem den sehr begehrten Art Cologne-Preis 2015. Du wurdest von der Presse sogar als Schweizerin 2015 als Österreicherin des Jahres nominiert und hast letztes Jahr den sehr begehrten Fiager-Preis im Rahmen der Art Basel gewonnen. Das heißt, du bist eigentlich einen unglaublich erfolgreichen Weg gegangen, aber man muss ja auch immer irgendwelche Niederlagen einstecken. Hast du Niederlagen erlebt im Laufe deiner 40 Jahre Galerie Nächster Stefan? Und wenn ja, wie hast du die bewältigt?
Natürlich gibt es gibt kein Leben ohne Niederlagen. Ich weiß nicht, so selbst erlebe ich mich ja jetzt auch gar nicht so. Ich bin jetzt da besonders erfolgreich. Nicht, dass ich mich nicht über diese Preise und Nominierungen nicht gefreut hätte, besonders gefreut. Aber mir ist auch vollkommen klar, es ist auch jeder Tag wieder neu zu bewältigen. Und ich bin irgendwie nicht so der Typ, der sich so relaxed zurückzieht und denkt, ah, großartig, was ich alles gemacht habe, sondern es ist eigentlich immer ein weiter nach vorne blicken und das jetzige sehen. Und ich finde eben, zum Erfolg gehört die Niederlage. Und zur Niederlage findest du auch wieder zum Erfolg, wenn man so will. Ja, das ist etwas, was sich ja auch irgendwo dann vielleicht die Waage hält. Und ich glaube, das eine wie das andere soll man auch nicht zu überbewerten. Könntest du uns vielleicht, weil die Ausstellung Just So Stories heißt, vielleicht zu jedem Raum kurz eine Entstehungsgeschichte erzählen? Ja, das mache ich eigentlich gern, weil ich ja sehr ein visueller Mensch bin und ich weiß dann immer schon, ich wusste zum Beispiel immer, dass ich die zwei Tücher von der Polly Apfelbaum hier hängen möchte, weil das gibt einfach, wenn der Besucher kommt, dann gibt es hier gleich einen starken Auftritt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass sie ein Jahr lang in der American Academy in Rom war. Und ich bin da auch nach Rom gekommen, weil ich war sehr erschöpft und ich wollte einfach mal eine Auszeit haben. Und wir sind halt dort durch die Städte gegangen und ich habe einfach gesehen, dass sie in ihrem Atelier, eben in der Akademie da oben, ein sehr schönes Atelier mit Blick auf Rom, an diesen Tüchern arbeitet und mir natürlich auch gesagt hat, in welcher Relation die Farbigkeit hier mit Fra Angelicos Kapelle steht in Venedig, in Florenz, oder dass sie sich überhaupt angefangen hat, mit Kirchen und der Ausstattung von Kirchen zu beschäftigen und auch den installativen Charakter der Kirchen wahrgenommen hat. Und das sind ja sozusagen Station of the Cross, kann man ja sagen. Das sind auch immer wieder Installationen, die sehr bewusst und in ihrer Dramatik ja in den, egal ob Barock oder in anderen Kirchen, sozusagen uns vorgeführt werden oder wo all den Leuten, die die Kirchen besucht haben, damals und jetzt. Also, und sie sieht, da hat da eine Beziehung irgendwie entwickelt. Und es gibt ja keine Kirchen sozusagen, die haben ja auch oft wirklich mit Kunst und Künstlern zu tun. Also war das wieder eine eigene Erfahrung für mich, diese Arbeit hier zu machen. Gleichzeitig fand ich ja die Arbeit von Helmut Federle interessant, weil ich die schon zweimal in der Galerie gezeigt hatte in den 80er Jahren. Und eben bei der zweiten Ausstellung im Rahmen seiner Einzelausstellung 1986 waren eines Tages plötzlich die zwei letzten Blätter nicht mehr da. Mhm. Na gut, das ist ja natürlich die Katastrophe schlechthin. Wie bringe ich das dem Künstler bei? Ja. Und wie, das Werk ist eigentlich zerstört. Federle war dann ein bisschen ruhiger und hat gesagt, okay, ich kann diese Arbeiten aufgrund der Fotografien, also der Ektas, kann ich wieder herstellen. Da hinten steht ja auch, dass die Arbeiten gestohlen wurden und wann er sozusagen diese Arbeiten dann wiederhergestellt hat. Also diese Arbeit sozusagen ist unvollständig, aber wieder vollständig und hat jetzt ihre eigene Geschichte. Und diese Geschichte kennt ja niemand. Deswegen fand ich ja, das ist sehr gut. Dieses Hartfaserbild von Imi Knöbel bezieht sich auf eine Ausstellung, die ich 1986 gemacht habe mit ihm. Er hat damals nur Werke in diesem Material hier gezeigt. Das waren geschichtete Bilder. Und es war also eine sehr radikale, pure Angelegenheit. Und so ist Imi Knöbel ja selber auch. Das heißt, er hat mir auch sehr viel über die Räume gesagt. Nicht? Er hat mir über Sockelleisten mit mir gesprochen und wie perfekt ein Raum sein muss, damit er überhaupt zu einem richtigen Ausstellungsraum wird. Und gleichzeitig habe ich ja immer bei den Künstlern gespürt, dass diese Historie sozusagen ein Welcome ist. Ja? Das heißt, du bist hier sehr gut aufgehoben mit deiner Kunst. Es sind Räumlichkeiten, die very receiving sind. Ja? Mhm. Donald Judd hatte 1988 seine erste Einzelausstellung bei uns. Und es war ja damals auch nicht der Mauerfall. Das heißt, wir waren ja sozusagen der östlichste Teil Mitteleuropas. Und ihn hat das sehr interessiert. Abgesehen davon, dass er ja auch ein großer Sammler ist oder war von Jugendstil. Und wie er dann nach Wien gekommen ist, hat er gleich überall Jugendstil eingekauft. Also eben Möbel vor allem, aber auch andere Dinge. Und jedenfalls, wir hatten ihn untergebracht im König von Ungarn, im Hotel König von Ungarn. Und in der Lobby dort gibt es einen berühmten Baum mit einem Gitter, mit einem runden Gitter. Und er hat dann geglaubt, er könnte einmal eine runde Form machen, sozusagen als Skulptur, und wollte das hier experimentell irgendwie zum ersten Mal präsentieren.
Er hat dann ein Set von 6 wunderschönen Zeichnungen gemacht, die jetzt in der Albertina sind. Aber schließlich hat er sich gezeigt, dass diese Form für ihn jetzt nicht zielführend, nicht weiterführend war. Und da hat er es dann wieder abgelegt und er hat dann diese rechteckige Form gemacht mit ihren Aufteilungen. Das ist in den Maßen 2 auf 1 Meter. Diese Arbeit von Heinrich Dunst ist ja eine sehr typische Arbeit. Es geht hier um Begrifflichkeiten, die wir sozusagen hinterfragen. Und er hat ja damals für uns eine ganz tolle Ausstellung kuratiert. Die hat geheißen Risslücke Scharnier mit einem Buch, eine bedeutende Ausstellung. Und da ist es genau um diesen Titel eben Risslücke Scharnier, ist es genau um diese Zwischenräume gegangen, die wir im Grunde im ganzen Leben, aber auch in der Kunst eben sehen. Es gibt diesen sehr bedeutenden, auch verstorbenen Künstler, Konzeptkünstler aus Deutschland, Rainer Rutenbeck. Und dieses Teil, dieses Metallteil, ist sozusagen noch ein Überbleibsel, könnte man auch sagen, seiner Ausstellung von, ich weiß nicht, das ist sicher schon 20 Jahre her. Und in dem Sinn ja auch nicht verkäuflich, weil es ja sich so einpasst in die Architektur der Galerie. Und das ist ja die Voraussetzung. Und ich fand es aber sehr, sehr interessant, diese Position, weil das Interessante, finde ich, in der Ausstellung ist eigentlich so, dass sich das alles, man kann das gar nicht so historisch jetzt unbedingt nur lesen, sondern man sieht eigentlich, dass es wie eine Art gewissermaßen Aufhebung von Zeit auch irgendwie gibt. Ja? Und das finde ich, glaube ich, sind ja mehr, die Kunstwerke müssen ja mehr diese Denkanstöße geben oder diese visuellen starken Erlebnisse oder diese Hinterfragungen, so wie eben der Container von Manfred Pernis, der wieder hereingefallen scheint. Nicht? Also ich glaube, die Ausstellung ist wirklich, man kann so viel lesen in dieser Ausstellung. Es ist richtig abenteuerlich, aber es ist nur dann abenteuerlich für dich, wenn du auch dem nachgehst, ja, und wenn du dich dem aussetzt und du auch etwas in dir selber versuchst zu generieren in der Wahrnehmung. Ansonsten ist es einfach nur so ein visuelles Erlebnis, das man halt so abtastet mit den Augen. Aber ich glaube, das Denken ist wesentlich. Ich höre ja oft, wie geht denn das, dass dieses Riesenbild, das könntest du doch gar nicht durch diese Tür da irgendwie durchgegangen, irgendwie hineingebracht haben. Dann kann ich nur sagen, ja natürlich, das Bild wurde hier gerollt gebracht und wir haben es dann aufspannen lassen. Und was ich sehr gern mag, ich mag sehr gern in kleinen Räumen so große monumentale Arbeiten, weil du dann dich in einer ganz anderen Art und Weise in eine Annäherung kommst, in eine physische. Und wenn man alles nur von Weitem sieht, hat man dieses Erlebnis nicht. Dann fand ich eigentlich die Materialität jetzt mit der Erde, mit der Katharina Grosser hier ja auch arbeitet, interessant in Bezug auf dieses Stück, was einfach ein Stück Asphalt ist von Sonja Leimer. Und das hat alles eine bestimmte Realität. Ja? Das ist eine, und ich finde, das sind so Fragen, die mich also umtreiben. Günter Umberg hatte auch eine sehr wichtige Rolle für die Galerie in dieser radikalen Monochromie. Und er hatte auch 1986 einen sehr wesentlichen Text zum Thema eben radikale Malerei geschrieben mit Joseph Maioni zusammen. Und früher waren ja seine Werke vor allem schwarz und manchmal unterlegt mit farbigen Pigmenten, aber das hat man fast nicht wahrgenommen. Und jetzt seit ungefähr 2000 explodieren die Farben, ja, und er hat auch andere Möglichkeiten entwickelt, sozusagen Paneele oder so wie er das nennt, Plan zu entwickeln, wo er mehrere dieser Bildkörper kombiniert. Und auch hier geht es, man muss ja wissen, dass diese Bilder, die sind in vielen Lagen, sind die aufgebaut und deswegen entwickeln sie auch so eine unheimliche Lebendigkeit. Ja, das ist ja eine sehr lebendige Oberfläche, ja, die Augen wandern sozusagen. Nicht, das ist nicht eine flache Fläche mit einer durchgehend blauen Farbe im Sinne von kalt oder so, sondern im Gegenteil, es ist sehr warm, weil es eben auch durch diese vielen Schichtungen sozusagen diese Pigmente natürlich ihre bestimmte Ausstrahlung kriegen. Und ich finde auch, somit lädt sich auch das Kunstwerk auf. Gerald Rockenschaub war für mich auf alle Fälle ein sehr
sehr wichtiger Künstler Anfang der 80er Jahre. Und er hatte eigentlich diese neue Geometrie hier eingebracht in dieser Stadt zusammen mit Zobernick. Und daraufhin habe ich dann diese Ausstellung gemacht, Zeichenflute, Signale, neu konstruktiv und parallel ein Titel, der mir der Kurator Edek Bonk sozusagen erfunden hat. Und das war auch eine Ablösung von deiner neuen wilden Malerei. Und er hat ja, Rockjob hat ja immer so eine, hat immer mit der Ambivalenz gespielt und auch in der Bedeutung vor allem, ja. Und insofern finde ich diese Arbeit hier total richtig. Wenn man über Malerei und den Diskurs denkt, den er genommen hat, dieser Diskurs in den 80er Jahren, dann ist natürlich eine solche frühe Arbeit von Bernhard Fries auch lustig, weil er damals einfach getrocknete Oberflächen von Farbtuten sozusagen abgelöst hat und aufs Bild appliziert hat. Und das ist der Prozess hier, ja. Und auch die Vielfalt in der Farbgebung, dass er keine Farbe bevorzugt hat, ist auch ein typisches Mittel, weil er sozusagen das sehr unhierarchisch gesehen hat. Er wollte nicht eine Farbe sozusagen bevorzugen. Herbert Brandl war ja lange ein Künstler der Galerie Peter Packisch, der ja in den 80er Jahren die Galerie aufgemacht hat und aber dann schließlich wieder geschlossen und ist ja dann Direktor geworden in der Kunsthalle in Basel. Und dann ist irgendwie Herbert zu mir gekommen und das war gar nicht jetzt so vorgesehen am Anfang und hat eine Weile gedauert, aber natürlich ist es dann zu einer engen Zusammenarbeit zusammengewachsen und diese frühe Arbeit von 1992, die hatte noch dieses sehr ruppige, fast punkische und sehr existenzielles Moment. Und ist auch sehr rough, das mag ich sehr. Ich habe das Bild lang nicht mehr gesehen, das ist ja eben auch sozusagen, wenn man sagt, just so stories, dann ist es mir eigentlich auch darum gegangen, mich mit Werken wieder zu konfrontieren, die ich jahrelang nicht mehr gesehen habe, weil sie bei mir im Lager irgendwie vor sich hin leben.